Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute unterwegs mal wieder und zwar, ihr seht es vielleicht schon, hinter mir ist der Berliner Hauptbahnhof. Und was mache ich mitten am Tag am Hauptbahnhof? Richtig, ich hole jemanden ab, denn dieses Video mache ich heute nicht alleine. Und wer von euch schon länger mit dabei ist, der wird diese Person auch kennen. Denn wir haben vor ungefähr einem Jahr schon mal ein Video zusammen gemacht. Ich habe richtig Bock darauf, dass ich ihn heute endlich mal wieder sehe. Und ich würde sagen, wir holen ihn einfach mal ab. Stefan, geht's dir gut? Ey, cool, Mann. Wir haben uns seit über einem Jahr nicht gesehen. Larrys, Alter, sind wir beide mit dem Cam. Komm, wir müssen einmal aus Köln direkt hier angekommen. Super geil, dass wir uns wiedersehen. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß auch, dass wir tatsächlich vor über einem Jahr schon mal ein Video zusammen gemacht haben. Und man munkelt, es könnte sowas Ähnliches wieder am Start sein. So, Leute, ich muss jetzt das Ganze auch noch mal ein bisschen einordnen. Also, wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, Paul Südo ist bei mir. Richtig cool, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ja, das letzte Mal ist, wie gesagt, schon über ein Jahr her, dass wir miteinander gedreht haben. Ja. Und heute wollen wir wieder eine richtig coole Challenge machen. Das heißt, wir werden verschiedene Spots uns raussuchen. Jeder sucht sich einen Spot raus. Wir werden zusammen fotografieren gehen. Ja. Ich werde jetzt hier bei dem Spot, den zeige ich euch gleich, habe ich mir rausgesucht. Wir werden ein paar schöne Bilder machen. Ja. Du wirst einen Spot hier raussuchen, da werden wir auch noch Bilder machen. Und dann geht es darum, dass wir eine Bearbeitungs-Challenge machen. Ihr könnt dann am Ende entscheiden, welche Bilder besser sind. Und ja, vor allem das Coole ist, dieses ganze Video wird mal wieder unterstützt von Loopdeck. Loopdeck, wer das noch nicht kennt, ist ein cooles Tool. Es hat früher mal als Lightroom-Tastatur angefangen. Inzwischen ist es ein Interface mit Touch-Display und allem drum und dran, was man in ganz vielen verschiedenen Programmen irgendwie nutzen kann. Ja. Da kann man ganz speziell seine Tasten so belegen. Aber dazu kommen wir später noch. Aber mit dem Ding werden wir das nachher machen. Und es gibt natürlich auch noch was zu gewinnen, denn ihr könnt jeweils unter jedem Video ein Loopdeck gewinnen. Aber dazu auch später mehr. Ich bin das erste Mal hier, ehrlich gesagt. Ich habe das vorher noch nie geshootet, aber ich muss sagen, richtig cool. Richtig cool, also kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe das Ganze jetzt hier schön eingerichtet. Das Ganze steht auf dem Stativ. Muss man sehr, sehr genau ausrichten, weil das natürlich genau alles symmetrisch sein muss. Das habe ich, denke ich mal, so weit hinbekommen. Vielleicht so ein paar Millimeter, aber das kann man dann vielleicht noch später in Lightroom machen. Und was ich jetzt noch machen will, ich nutze jetzt noch ein paar Filter, damit ich eine längere Belichtung hinbekomme. So eine schöne Langzeitbelichtung. Wir haben tolle Wolken am Himmel. Und wenn ich die jetzt noch so ein bisschen hinbekomme, dass die noch so ein bisschen durchziehen durch das Bild, dann sieht das Ganze noch viel, viel cooler aus. So, jetzt habe ich hier nämlich einen 10-Stop-ND-Filter. Bedeutet, dass ich jetzt meine Belichtung um 10 Stufen, um 10 Blendenstufen nochmal herunterdrehen kann, also 10-fach verlängern kann. Wenn ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade Blende 11, ISO 100 und eine 60. Sekunde Verschlusszeit. Das heißt, ich kann jetzt 10-mal das Ganze verdoppeln, die Verschlusszeit. So, ich habe den Shot, würde ich sagen. Würdest du sagen? Ist dir schon mal nicht so überzeugt? Doch, ich bin eigentlich sehr überzeugt. Ja? Ja. Welchen denkst du, wirst du nehmen? Also welcher von den Belichtungen war der geilere? Ich habe jetzt gerade eben am Ende nochmal 20 Sekunden belichtet. Das war ja eigentlich so der beste, weil da hat man noch so ein bisschen die Struktur von dem Himmel drin. Ja. Weil ich habe, als bei den 8 Minuten, war das Problem einfach, die Wolken ziehen dann weiter und irgendwann hast du dann wirklich nur noch diese Masse. Graue Masse. So das. Würde ich fast sagen, ich bin durch mit meinem Shot und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich sehr gespannt, wo du mich hinführen wirst. Hier 3 Kameras auf mich. Dann ab ins Auto und zum nächsten Spot, würde ich sagen, oder? Ich bin gespannt, wo du mich jetzt genau hinführst, aber du hast gesagt, es geht ein bisschen nach oben. Geht ein bisschen nach oben, so hoch wie es geht auf jeden Fall. Ja, also 7 Etagen hat das Ding. Let's go. Wir sind fertig. Wir waren jetzt gerade eben noch bei Pauls Location. Ein bisschen habe ich ja mitgefilmt. Wenn ihr das komplett sehen wollt, das Shooting hier, dann müsst ihr auf jeden Fall mal bei Paul auf dem Kanal vorbeischauen in sein Video. Den Link dazu poste ich unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, fahren wir jetzt direkt ins Büro, denn
jetzt geht ja erst der richtige Spaß los. Jetzt kommt die Bildbearbeitung, jetzt kommt die richtige Challenge. Ich habe richtig Bock drauf. Und der da unten, der wird gleich sein blaues Wunder erleben. Wir sind im Büro angekommen und jetzt geht's in die Bildbearbeitung. Ich habe richtig Bock. Ich bin heiß, ich habe ultra Bock, Alter. Wir haben uns nämlich noch ein bisschen was überlegt, was das Ganze noch ein bisschen cooler macht als vielleicht letzte Mal. Und zwar, wir haben... Soll ich die Sachen mal hochholen? Achso, die haben wir gar nicht hier, wa? Ich hab die unten. Okay. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir, um das Ganze noch ein bisschen schärfer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, essen wir jetzt einfach mal ein paar Chilischoten oder wir trinken Zitronensaft. Für jedes Video eins müssen wir uns mal überlegen, wer was macht. Ich würde gerne die Schärfe übernehmen. Okay, dann wenn das für dich in Ordnung ist. Meine Bilder werden bearbeitet und vorher wird Zitronensaft getrunken. Sauer. Richtig sauer. Wir haben Regeln festgelegt. Wir müssen Sag sie mir, Stefan. Ja, wir müssen Lightroom benutzen. Wir dürfen nur Lightroom benutzen, kein Photoshop und nichts. Wie viel Zeit haben wir? Zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten. Das ist wirklich knackig. Und natürlich werden wir das Ganze auch mit dem Loop Deck bearbeiten. Denn Loop Deck ist ja, habt ihr schon gehört, der Sponsor in diesem Video. Und dafür nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Loop Deck, dass die uns wieder zusammengebracht haben. Ja. Die fanden unsere Challenge letztes Mal so cool, dass sie gesagt haben, macht es doch nochmal, Jungs. Und genau das tun wir heute. Also, wir bearbeiten das Ganze mit dem Loop Deck und diesmal mit dem neuen Loop Deck. Letztes Mal haben wir noch mit dem alten Loop Deck gearbeitet, mit der Tastatur. Mhm. Heute ist es das Loop Deck CT. Das habe ich auch schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich hier oben auch mal irgendwo. Da könnt ihr dann so das ganze Technische euch angucken. Ich würde da jetzt gar nicht mehr so krass drauf eingehen, sondern es geht ja heute darum, wie schnell man mit dem Loop Deck im Endeffekt in Lightroom tatsächlich so ein Edit machen kann. Ne? Also 2,5 Minuten haben wir Zeit. Ich denke mal, das ist schon sehr, sehr heftig, aber es ist machbar. Du wirst das nicht schaffen und ich werde dann einen stabilen Edit abliefern. Nein. So Leute, wir müssen jetzt noch ganz kurz klären, wer mein Bild zuerst bearbeiten muss. Mhm. Das Bild habe ich so geschossen, so sieht es in RAW aus und wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, das beide zu bearbeiten. Wie gesagt, 2 Minuten 30 und ihr seht es schon, feinster Zitronensaft. Viel zu viel. Das sind 100 Milliliter für jeden. Das ist 108 Milliliter zu viel. Und die müssen wir, bevor wir anfangen zu bearbeiten, müssen wir die komplett ausleeren. Darf man danach Wasser trinken? Nein, nach dem Edit ja. Aber du darfst, also du musst es trinken und danach hast du 2 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Shang-Chong. Wer ohne Brunnen, Schere-Stein-Papier. Ja. Der Verlierer muss anfangen, ne? Der Verlierer muss anfangen. Ein bisschen schwitziger. Einmal. Okay, ich fange an. Ich ohne Zeit schon. Danach geht's direkt los. Sobald du absetzt, geht's direkt los. Gut, und Zeit läuft. Ging voll klar. So, als erstes den Crop. Das geht voll klar. Ich mache ein 4:5 Format für Instagram. So, dann geht's los. Also, ich werde als erstes mal so ein bisschen die Highlights hier runtersetzen, die Tiefen ein bisschen aufhellen, um hier noch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Das war überhaupt nichts, also ganz ehrlich. Was haben wir uns denn hier ausgesucht? So, ein bisschen Textur gehen wir noch rein. Dann gehe ich auf das Basic Panel Wheel. Gehe jetzt hier mal nochmal weiter nach unten. Die Weißtöne noch ein bisschen aufhellen. Das kann man hier sehr schön machen. Dann die Schwarztöne noch ein bisschen abdunkeln. So, jetzt haben wir schön Kontrast drin. Dann gehe ich mal noch ein bisschen Klarheit hier noch dazu. Wie viel Zeit habe ich noch? 45 Sekunden sind abgelaufen. Oh, das geht schnell. Dunst entfernen nehme ich ein bisschen ins Negative. Das finde ich immer ganz cool irgendwie. Und die Sättigung nehme ich auch noch ein Stück raus. Okay, so, dann gehe ich als nächstes hier in den Tool Selector. Da werde ich als erstes mal hier noch eine kleine Vignette mit dazugeben. Also das ist sowieso schon sehr vignettenlastig, das Bild, aber so ein kleines bisschen, ah, nicht zu viel. So, gehe ich hier nochmal rein. Dann als nächstes hier in die Gradationskurve. Ne, obwohl, warte mal, die mache ich ein bisschen runter. Ne, ein bisschen hoch. Zack, hier das ein bisschen runter. 1 minute remaining. Oh shit, das geht so schnell. Ja, das sieht eigentlich. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, ob ich gerade zu viel mache. Auf jeden Fall schärfen wir das Ganze noch ein bisschen. Obwohl, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ach. Okay, dann gehe ich mal hier noch in die Farbkorrektur rein. Werde das Ganze hier mal noch ein bisschen von der Sättigung, von den Rottönen, zack. Oh, das machen wir noch ein bisschen röter hier. Das sieht gut aus. Und dann möchte ich 30 Sekunden. Die Kamerakalibrierung noch rein. Oh, scheiße, das geht zu schnell. Kalibrierung blau. Setzen wir das mal noch ein bisschen. Ah, nicht wir zu viel. Das gleiche Bild haben. Nicht zu viel. Willst du auch so machen? Wir werden genau das gleiche Bild haben. Ah, komm hier, schneller! 15 Sekunden. Digga, wir werden halt einfach das gleiche Bild haben.
Ich wollte alles genau gleich machen. Wirklich, no joke. Ja, dann. 5 Sekunden. 3, 2, 1, fertig. Okay. Also, 2,5 Minuten ist echt hart. 2,5 Minuten ist echt hart. Ich kann jetzt mal ein Vorher-Nachher machen, wenn ich hier nämlich einmal draufklicke. Zack, so sah es vorher aus, so sieht es danach. Ich habe gar nicht so viel gemacht, guck mal. Es ist gar nicht so viel. Ich habe keinen Bock, ich habe nicht mal Bock, das zu trinken. Das ist nicht schlimm. Okay, runter damit, komm. Sobald ich absetze, geht's los, okay? Geht's los, genau. Ich bin viel zu aufgeregt, was denke ich? Drehe ein YouTube-Video, ich muss mich mal ein bisschen zusammenreißen, Alter. Es ist nicht schlimm. Oh. Ist schon eklig, Digga. Mach jetzt. Hau rein. Ex. Ist das leer? Na gut. Stefan, es brennt. Okay. Komm. Zeit läuft. So, gleich mal den 4:5 Format. Jetzt gehen wir hier auf die 2. Bin ich schon. Ah ja, klar. Oh Gott, ich bin so brain dead. So, ich mach Kontrast natürlich rein. Vignette sage ich ja, möchte ich gerne haben. Shadows nehme ich, glaube ich, sogar ein bisschen. Wir wollen es auch ein bisschen poppen lassen. Jetzt gehen wir auf Basic Panel Wheel, gehen auf die Whites. Die Whites müssen nämlich knallen. Die Whites, verändert sich überhaupt irgendwas? Ja, doch. Ja, komm, die Whites, ich pushe das jetzt einfach mal ein bisschen ins Limit rein. Blacks knall ich dementsprechend. Komm. Kann ich dementsprechend auch nochmal ein bisschen runter. Oh Gott, so, warte mal, wie komme ich denn jetzt? So, nochmal 2. Also, Camera Calibrations. Red. Wie mache ich nochmal dieses Split-Toning? Ist das das? Ja, ne? Nee, Split-Toning ist was anderes. Nee, egal. Lass mich jetzt. Stefan. Ich mach das jetzt hier. So, ich habe vorausgesagt, dass das ein ähnlicher Hase sein wird. Es ist mir aber egal. 1 Minute 15. Das ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt auf die 2. Wo gehe ich jetzt nochmal hier auf die Dings? Ich bin so überfordert. Oh Gott. Ich gehe auf die 3. So, Red and Orange. So, jetzt mal Hue den Hue, Digga. Machen wir das mal bitte. Kannst du mal bitte richtig rot machen? So richtig böses Rot. Let's go. Aqua in Blue. Das Blau soll hier nicht so ein. Das soll so richtig schönes Blau sein. Nehme ich das vielleicht komplett raus, das Blau? Ja, ich desaturate das voll. Dann klatsche ich jetzt einfach noch. Ist Social Media. Das Rot kann auch wild klatschen. So, das ist völlig in Ordnung. 2 Vignette pushe ich noch ein bisschen. Ich pushe das bis zum Limit. Ich lasse das richtig rauskommen. Feier ich. 2 Minuten sind um. So, jetzt noch einmal meinen Namen tanzen. So, machen wir das Ganze noch mal ein bisschen. So. 3 Red Oranges. Mag ich. Kriege ich hier nochmal ein bisschen gelb. Noch 10 Sekunden. Nee. Kriege ich nochmal ein bisschen was. Oh, gelb macht rot. Ach du Scheiße. Du bist in Orange. Ich bin in Orange, ne? Scheiße, was sagt die Zeit? Stopp. Gut, dass du sagst, du hast 3 Sekunden mehr gehabt. Das ist mir zu rot. Ich mag den Rotton nicht mehr. Ja, bist ein bisschen timmelig geworden. Darf ich diese Runde mal verändern? Nö. So Leute, wir sind jetzt mit dem Editing fertig und die Instagram-Abstimmung läuft gerade. Wir haben ja ungefähr eine halbe Stunde dem ganzen Zeit gegeben. Ich bin mal sehr gespannt, weil letztes Mal hat ja Paul gewonnen. Ich hoffe, dass ich dieses Mal irgendwie besser abschneiden werde. Wie denkst du denn, wird es ausgehen? Also du bist ja selber sehr, sehr pessimistisch eingestellt, aber ich glaube halt tatsächlich, dass du trotzdem gewinnen wirst. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ah, ja. Naja, wie auch immer. Ich möchte euch noch kurz ein bisschen was zum Loopdeck erzählen, denn dieses Loopdeck, das kennt ihr ja schon, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, aber trotzdem möchte ich es euch noch mal kurz zeigen. Ich finde dieses Loopdeck CT tatsächlich richtig cool, weil man hat hier ganz viele Möglichkeiten, wie man seine Tasten selber belegen kann. Man kann jetzt hier auch mit Touchscreens arbeiten und wenn ich hier durchgehe, dann sieht man auch, wie sich hier jeweils das Ganze immer wieder verändert. Also man hat hier verschiedene Möglichkeiten, Custom Profiles auch anzulegen, so nennt sich das Ganze. Das heißt, man kann jetzt auch in ganz vielen verschiedenen Programmen damit arbeiten. Früher war es ja nur für Lightroom gedacht, inzwischen kann man das mit sehr, sehr vielen Programmen machen, Premiere, Photoshop, aber auch mit Programmen, die gar nichts mit Adobe zu tun haben. Und da kann man sich halt dann seine Hotkeys quasi drauflegen, so wie man das gerade braucht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist das Ding halt auch wirklich
eine absolute Zeitersparnis und man kann wesentlich effektiver damit hier im Büro arbeiten. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wir wollen so ein Ding verlosen. Sowohl bei Paul im Video als auch bei mir könnt ihr jeweils ein so ein Loopdeck CT im Wert von 500 Euro gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal unten in die Videobeschreibung zu gucken und dort gibt es einen Link, da kommt ihr zu dem Newsletter von Loopdeck, da müsst ihr euch einmal eintragen und schon seid ihr automatisch im Gewinnspiel mit dabei. Wie gesagt, wir verlosen zwei von den Dingern, ihr habt also doppelte Gewinnchance und ich denke mal, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das inzwischen im Büro habe und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Glück. Und jetzt schauen wir uns gleich die Ergebnisse an. Wir haben die Instagram-Abstimmung gemacht und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein. Okay. Nein, 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 sag's mir, komm. Es ist am Ende 103-79 ausgegangen. Relativ eindeutig, wie ich finde. Also für mich, ja. Mann, warum? Warum hast du denn schon wieder gewonnen? He's one up. Also entweder Ausgleich oder Win. Wollen wir noch ein bisschen warten? Nee, habe ich gewonnen? Das, was passiert zählt. Also, Stimmen für 1, 604. Stimmen für 2, 601. Ich bin 2, du bist 1. Das heißt, wir stehen jetzt 1-1. Oh, ich habe gewonnen? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Drei Stimmen. Alter. Scheiße. Okay, 1-1. Aber ey, komm, fairer Wettkampf. Nein, nein, jetzt wird entschieden. Was für fairer Wettkampf. Jetzt machen wir, wer die größte Schote essen kann oder irgendwie sowas, Alter. Wir machen jetzt einen 30-Sekunden-Timer. Wer dann bei meiner Abstimmung vorne oder hinten ist, ist der komplette Nein, Gewinner. Auf keinen Fall. Wir sind genau gleich. Das ist nur Glück, wer in 30 Sekunden eine Stimme mehr oder weniger hat. Ja? Okay, also der ultimative Gewinner wird in 30 Sekunden gleich gekürt. Mhm. Ach, ey komm, das ist doch so lächerlich! Hä? Es Hä? Ist so lächerlich! Hä? Warte noch mal 15 Sekunden, dann ist es wieder andersrum. Ja, damit ist der ultimative Gewinner gekürt. Nach einem spannenden 1-1, Stefan. Nee, du hast auch gut gespielt. Du hast gut gespielt, du hast das Ding bis zum Mittelfeld gut mitgezogen. Es kann ja am Ende des Tages immer noch einen Gewinner geben, das ist doch völlig in Ordnung. Nächstes Jahr bist das vielleicht du. Man muss einfach auch leben und leben lassen. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, checkt auf jeden Fall das Gewinnspiel ab. Das lohnt sich definitiv. Ich möchte mich bei Paul bedanken, dass du hier wieder mit am Start warst. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Tag heute. War super, mit dir wieder unterwegs zu sein. Und ich möchte mich bei Loopdeck bedanken dafür, dass sie es wieder möglich gemacht haben. Erstens, dass wir beide ein Video zusammen drehen und zweitens, dass sie uns hier auch einfach mal zwei Loopdecks zur Verfügung stellen, die wir hier verlosen können. Weil natürlich wollen wir euch auch ein Stück was zurückgeben von dem, was wir hier so erleben dürfen. Und deswegen würde ich sagen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ich habe mich mal geguckt in den Statistiken, irgendwie 60% der Leute, die meine Videos gucken, Freunde, sind nicht abonnieren. Ja. Jetzt bei Stefan unten rein, abonnieren, kostet nichts, supportet den guten Mann hier. Einfach mal abonnieren, einfach mal machen. Genau, und ansonsten natürlich noch einen Daumen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, unten könnt ihr auch gerne in die Kommentare posten, falls ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Aber ihr müsst definitiv euch auch in den Newsletter eintragen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Yes. Und wir sehen uns hoffentlich auch ganz bald wieder und es dauert kein Jahr. Ja, das machen wir. Danke dir. Alles klar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.